So, ich glaube, ich bin jetzt schon scharf geschalten. Ja. Spätestens jetzt hätten Sie sicher herausgefunden, aus welchem schönen Land ich komme, aus dem schönen, da lachen Sie immer alle. Ja. Soll es zu wienerisch werden, da lachen wirklich alle bis nach hinten. Nein, soll es zu wienerisch werden, bitte Handzeichen, schmeißen Sie mit Papierflieger nach mir, ich probiere es auf Hochdeutsch. Aber es hat immer ganz gut geklappt. Ich bräuchte jetzt ein bisschen wie auf der Uni Salzburg 18 Semester. Ich habe genau 31,4 Minuten für Sie ja, haben dürfen. Das heißt, wir gehen gleich mal ins Thema. Warum? Ich steige jetzt auf dieses schöne Podium. Ja. Sie sehen hier ein paar Firmen, ein paar große, ein paar kleine. Vielleicht erkennen Sie auch die eine oder andere. Und ich darf Sie jetzt vorab schon mal trösten. Die haben auch irgendwann ihre Firma begonnen zu gründen, ja, haben alle ihre Werbefehler gemacht. Ja, und ich hoffe, dass wir heute für Sie in nach 30 Minuten ein paar Dinge erledigt haben, die Sie nicht tun werden. Ja, oder Sie fühlen sich bestätigt in den Dingen, die Sie tun, wie es funktioniert. Der Subtitel heißt ja so, wie mit Emotionen erfolgreich werden und warum nennt man es auch die Lemminge. Es begehen so viele Fehler immer, also Firmen so viele Fehler, eine wie der andere, schön brav nachmachen, den nächsten Fehler kopieren, wieder auf die Schnauze fallen. Ich habe ein Ziel, dass wir Ihr Geld heute retten. Ja? Warum macht Werbung dann Spaß? Sie werfen einen Euro aus dem Fenster raus, durch die Tür kommen zwei hinein und dann haben wir verkauft. Das nennt man wachsen. Ja? Also, wir werden heute keine Lemminge sein. Sie werden allerdings auch mit Ihren Firmen entweder, suchen Sie sich einen Medienkanal aus, schon präsent sein, oder vor der Auswahl stehen, in welches Medium es geht. Ja? Und da beginnen schon die vielen, vielen Irrtümer. Ja? Ein bisschen dort, ein bisschen da, Hauptsache das. Und man vergisst immer so gern auf den Hauptpart von erfolgreichen Außenkommunikationen. Das ist die Emotion. Wir schreiben zu viel, wir reden zu viel, wir lassen viel zu wenig ihre Kunden erleben. Ja? Wenn man sich nämlich die Medien anschaut, die kosten ja etwas. Also wer so viel Geld im Budget hat, hat jetzt entspannt die halbe Stunde vor sich. Ja? Aber diese Fehler vor allem kosten Unglaubliches. Nicht nur ihr Geld, sondern vor allem auch Kunden. Ist ja nicht nur Ausgabe, sondern auch Einnahme. Also, wir werden uns jetzt ein bisschen sparen, das Geld, indem ich Ihnen jetzt einmal vielleicht für Sie ein bisschen was mitgebe. Warum kann man überhaupt Kunden ansprechen? Ja? Weil wenn Sie kein Monopolist sind, vielleicht nicht der Einzige Ihrer Branche, wird es höchstwahrscheinlich um einen Verdrängungswettbewerb gehen. Das heißt, Sie wollen Kunden von anderen Firmen, die es vielleicht schon gibt, das heißt, deren Kunden. Aus der Sicht des Kunden hier, was Sie sehen, sind das jetzt die Relationen, warum Kunden Firmen verlassen. Und das sind, meine Herrschaften, Ihre Neukunden von morgen, die Sie ansprechen müssen. Wen wollen wir erreichen? Also die 1% sterben, das werden wir nicht mehr zurückgewinnen können, das passiert. Kettenrauchende Ex-Kanzler unter anderem. 3% der Kunden ja, generell in Märkten ziehen weg. Also wenn Ihnen irgendjemand etwas einredet, du musst tun, weil so viele Leute neu in der Stadt sind, Zuzug, vergessen Sie es, 3%. 5% werden von Freunden beeinflusst. Was heißt das? Mund-zu-Mund-Propaganda. Die heilige Keule ne, für Neukundengewinnung. Nur 5% lassen sich von Firmen, wo sie zufrieden sind, durch Freunde davon abbringen, weiter dort zu kaufen. Also auch nicht unser Metier. Naja, da sehen Sie 9%, Geiz ist geil, die bösen Sonderangebote des Wettbewerbs, ja, dass Ihre Kunden wegrennen oder zu Ihnen. Da spätestens beginnen alle Firmen weiche Knie zu bekommen und verändern. Eines, Produkte, Dienstleistungen, alles was so ist, naja, 14% Ihrer zukünftigen Neukunden sind nun unzufrieden mit den Dienstleistungen Ihres Wettbewerbs. Also warum bewegen sich plötzlich Menschen? Naja, das ist der Grund. Fast 7 von 10 Kunden, und das ist Ihre Zielgruppe Nummer 1, hat keine Bindung zu Ihrem Wettbewerb. Die fühlen sich dort nicht zu Hause. Und um sich zu Hause zu fühlen, bedarf es keiner Rabatte. Also minus 17, irgendwas Prozent auf Herrensocken ist nicht Grund zu wechseln. Sondern Kunden wollen emotional die Heimat bei einem Unternehmen. Die wollen sich da zu Hause fühlen. Das sind wie Neandertaler, die sich die Höhlen aussuchen und sie einfach sagen, da ist ein schöner Feuerplatz, Qualität, Sicherheit. Also alle ein bisschen diese Soft-Faktoren, warum sie wahrscheinlich auch ihr Unternehmen gegründet haben oder noch am Anfang stehen. 7 von 10 hauen ab, weil sie einfach keinen Bock auf ihren Wettbewerb haben. Und die holen wir uns jetzt. Ja? Indem wir über Strategiefehler sprechen, die sie nie begangen haben, nie begehen, natürlich nie begehen werden. Wir werden dann
Ihre Kunden uns kurz anschauen, wie Ihr Kunde von heute auf morgen tickt. Ja, und dann gehen wir uns die Taschen füllen, indem wir verkaufen. Ich glaube, das ist dann für Sie das Payback. Strategiefehler Nummer 1 ist immer zu unterschätzen, dass Ihr Konsument die Auswahl hat. Außer Sie sind Monopolist. Also wenn wir die Deutsche Bahn unter uns heute Vormittag sitzen haben, Tiefenentspannung, es gibt Wettbewerb. Ja? Unterschätzen Sie es auch nicht, wenn Sie mal die Nummer 1 dann für Ihre Kunden sein werden. Die sind immer Wettbewerb ausgesetzt. Ja? Ja, wenn man das ignoriert, hat es meistens mit dem zu tun, Sie sehen schon, ich bin ein Freund von Bildern, mit Komfortzonen. Das sind die Malediven, 28 Grad, wohlig warmes Wasser, sehr fein. Da kuschelt man sich rein und glaubt, es bleibt immer so und plötzlich taucht der Wettbewerb auf. Bang. Meine Herrschaften, was macht ein Mensch in dieser Sekunde? Sagen Sie mir bloß nicht, ein Selfie. Also das wird die... Sicher die letzte kluge Entscheidung, das war's. Nein, er wird Panik haben. Was machen Menschen in Panik? Die denken nicht viel nach, sondern sie werden genau das tun, was sie gewohnt sind, was ihr Verhaltensmuster entspricht. Und Firmen in Panik machen denselben SCH, ja, Wort, sie wissen es, wie alle anderen. Ja. Wir beginnen plötzlich wild mit Geschenken um uns zu werfen. Ja. So ein Zuckerl in der Hand, das ist sicherlich ein tolles Mittel für Kunden. Ja. Ja, die werden es merken, es beginnt nichts zu tun. Das heißt, sie werden die erste kleine Außenkampagne machen. Autos, frische Autos, wird auch nicht funktionieren. Und dann kommen die großen Unternehmensberater dieser Welt um sündhaft teures Geld und sagen, sie brauchen ein Angebot. Ja? Meine Herrschaften, ich kenne Ihre Deckungsbeiträge nicht, aber wer locker mal bis zu 50% vernichtet binnen einer Sekunde, ja, na, viel Spaß. Also Sie verkaufen billige Parteiuhren um 1.000 Euro, dann können Sie sich das leisten. Aber wir sind ja nicht der wir sind nicht allein, wir sind nicht frei von Wettbewerb. Was passiert dann? Ihr Wettbewerb wird kontern. Ja? Bang! Und da schießen wir die Rabatte durch. Ja? So, jetzt sind wir hier eine Branchenvertretung aus einer Branche. Erste, da sitzt ja nie wie jemand. Oh ja, eine. Ja gut, die moderiert. Ja. Okay, zweite Reihe bietet mir 10%. Sie sind nicht wahnsinnig, Sie geben mir 12. Ja. Ganz hinten sind Sie hyperkreativ und Sie schenken mir die Mehrwertsteuer. Das ist also genial, oder? Statt 20% Rabatt nur 19%, dafür ist es die Steuer. Ja. Also, welcher Kunde, meine Herrschaften, kommt dann hinten an, der wegen 19% da hinten kauft und das übersieht oder das übersieht? Wir nennen ihn salopp den Rabattnomaden. Der frisst sich durch Ihre Deckungsbeiträge durch, denen ist es herzhaft egal, ob Sie es überstehen oder nicht. Halten Sie es hinten nicht aus, da gibt es sicher gleich eine Neugründung, da kriege ich wieder was. Das kann auch nicht Sinn und Zweck Ihres Tuns sein. Ja? Abgesehen davon, ich habe erst schon den Begriff Neandertaler erwähnt, der Mensch in der Psyche kennt keinen Rabatt. Das kennen wir nicht. Es gibt nur drei Rabattzahlen, die der Mensch behirnt, 0, 50 und 100. Ja? Alles dazwischen kapieren wir nicht, verstehen wir nicht. Das heißt, wir brauchen andere Parameter. Und da brauchen Sie auch keine Angst haben, dass das ja nur kleinen Firmen passiert. Sie kennen, ich hoffe, es ist laut genug, dann drehen wir jetzt den Bass hoch. Ja, es gibt eine ganz berühmte Firma, denen ist das auch passiert. 20% auf alles, außer Tiernahrung. Praktiker, hier spricht der Preis. 20%, wir können, also posthum, wir wissen, wer es war, vor 3 Jahren, glaube ich, in Deutschland zugrunde gegangen, vor 7 schon in Österreich, haben es gleich zutritt, die Metro-Gruppe. Ja? Es hat nichts gebraucht. Ich weiß nicht, vielleicht ein paar Hände hoch, wer von Ihnen besitzt ein Haustier? Ich bin Hundevater. Ja? Ja. Fühlen Sie sich belohnt, wenn in einem Baumarkt sagt, alle kriegen immer alles außer Tiernahrung? Die haben die Hauptzielgruppe nach Familie, Tierbesitzer, millionenfach werbetechnisch aus dem Baumarkt getrieben. Was hat der Obi zur selben Sekunde gemacht? Katzenfutter minus 5% und wir Tierbesitzer haben gesagt, das ist mein Baumarkt. Warum? 20% ist ein tolles Angebot. Die Emotion war im Menschen nicht vorhanden, weil wir uns bestraft gefühlt haben. Ja? Nicht die 20. Mit 25% auf alles hätten wir uns noch mehr bestraft gefühlt und die Emotion hätte gesagt, bloß nicht zum blau-gelben Praktiker. Ja? Meine Herrschaften, der Praktiker hat das Spiel nicht überlebt und es überlebt kaum jemand, ja, außer sie sind der 1-Euro-Shop und ihr Geschäftsmodell ist um 1 Euro zu verkaufen. Okay, was heißt das? Wenn Ihr Kunde glücklich ist, ja, und den Prosecco hebt,
müssen Sie ihm gegenüber sitzen und auch Prosecco trinken, dann haben auch Sie ein Glück, ja, und dann stimmt das Spiel. Ansonsten werden Sie altruistisch veranlagt, ja, und nur den glücklichen Kunden zu suchen. Ja, aber auch nur, wenn Sie es auch sind. Also bitte keine DB-Vernichter. Was ist so der Ursprung dessen? Und da appelliere ich wieder an Sie, Sie können sich jetzt noch ganz frei positionieren. Aber egal jung, alt, mittel etc., groß, klein, 3 von 4 Firmen aus einer Branche unterscheiden sich maximal durch den Rabatt, durch den Preis. Und soll es nicht Ihr Ziel sein, der -17% Markt zu sein oder sonstiges, dann braucht es Unterscheidungsmerkmale. Es machen ja andere Firmen sehr klug. Die betrachten nämlich eines, wenn das ihr Kundenstock ist und immer nur durch Rabatte dieser Eimer mit Kunden gefüllt wird und sie vernachlässigen ihren Stammkunden, ja, dann plätschert er ihnen unten irgendwo raus. Genau das Plätschern. So, bevor wir aufs Klo rennt, Wasser aus. Wenn Sie 10% für Neue geben, geben Sie bitte auch 10% für Ihren Bestandskunden, sonst ist er ganz schnell weg. T-Mobile und 1&1 hat jetzt das Match eröffnet am Tennisplatz, runieren sich gerade gegenseitig alle Monatspauschalen. Ja? Also das kann leicht passieren. Sie werden irgendwann einen vollen Eimer haben, aber immer mit dem falschen Inhalt. Die Schnäppchenjäger und Rabattnomaden sind bei Ihnen zu Hause. Sie brauchen eine andere Methode, um diese Löcher zu füllen. Wie zum Beispiel diese Firma. Und ich rede jetzt nicht über die Hemden, das wissen Sie. Ja. Was macht Apple? Apple-User wahrscheinlich ähnlich wie Haustierbesitzer, ja, schon große Verteidigung. Also, ich meine, als Gründer hat man Apple, ja, gleich schick am Anfang. Ja. Welcher Apple-User unter uns, man kann ja auch damit telefonieren, hat Apple gekauft, weil es so billig ist? Danke. Weil es ein Sonderangebot gab beim Mediamarkt? Auch nicht. Ja. Würden Sie als Apple-User die Marke wechseln, weil es jetzt beim Saturn -30% auf alle, nein, sie schüttelt schon den Kopf, nein, natürlich nicht. Ja. Je billiger Microsoft ist, desto besser ist Apple. Die belohnen uns sogar noch, der Wettbewerb. Meine Herrschaften, die lassen die Kunden 4 Tage, 4 Nächte vor einem neuen Produkt, ja, Einführung vom Shop schlafen, ja, dann machen sie nach 4 Tagen auf, die rennen stinkend, wenn Iltis in den Apple-Shop hinein, ja, dann kommt der Bayerische Rundfunk mit der Kamera drauf und der Kunde nach 4 Tagen ungeduscht, hat um 700 Euro solche Wurzelsepp-Frisuren und sagt, ich habe es geschafft. Das ist Begehrlichkeit. Tauschen Sie das aus gegen ein N-Kapselkaffee. Ja? 60 Euro pro Kilo Kaffee kostet ein Espresso. Eine logische, tolle Entscheidung, oder? Ja? Sie müssen ein Idiot sein, um ein Espresso zu kaufen. Es steht einer vor Ihnen, ich bin absoluter Nespresso-Fan. Warum? Weil es uns gut tut, wie Apple und Co. Die machen nichts über den Preis, meine Herrschaften. Die wühlen in ihrem Unterbewusstsein so stark herum, dass sie gar nicht anders können. Und wenn die Mutti aus Wien bei uns in Würzburg zu Besuch ist, gibt es Kapselkaffee, weil es ja so was Besonderes ist. Ja. Würde ich jetzt fremdgehen, wenn es plötzlich hieße, Chibo, jeder Kilo Kaffee, 2 Euro billiger? Ich habe doch gewusst, dass Nespresso was Besonderes ist. Ja. Einmal im Monat bin ich in Nürnberg, Nespresso-Shop, 200 Euro in den Tüten. Ja. Die machen das richtig, weil sie haben ausschließlich Erfolg. Ausschließlich haben sie ein Alleinstellungsmerkmal, das, was heißt USP, wie es so schön heißt. Können sie etwas besonders gut im Vergleich zu einem Wettbewerb? Yes, das müssen wir kommunizieren. Haben sie das nicht, gibt es auch, dann brauchen sie eine Wiedererkennung, damit der Markt weiß, wer mit ihm spricht. T-Mobile, meine Herrschaften, hat ausschließlich Wiedererkennung. Die haben nicht mehr das Monopol. Prinzip der Einzige, der Handynetz betreibt. Da gibt es schon ganz andere. Ja, aber Sie wissen sicher, wenn T-Mobile zu Ihnen spricht. Ausschließlich deshalb. Hat weitergebracht. Alleinstellungsmerkmal, Wiedererkennung. Diese mittlere Kreatur, ist die anders als alle anderen? Nein, sie ist nur anders positioniert. Oft reicht es nämlich als Alleinstellungsmerkmal, sich einfach nur ein bisschen gegen die Windrichtung zu drehen und Sie fallen schon auf. Und je deutlicher Sie auffallen, meine Damen und Herren, desto mehr können Sie einen Wettbewerber mal losjagen. Ja? Können Sie ruhig mitfotografieren, klack. Ja? Das ist ein Synonym, weil man hatte speziell am Anfang bei Firmen immer eines, naja, der ist so groß, so stark, so mächtig, so gefährlich, da habe ich doch kaum Chancen. Also kuschel ich mich in einen Markt mit einem ordentlichen Rabatt hinein. Nix. Ja? Zebra jagt Löwe. Meine Herrschaften,
das sind Fehler, die Sie nie begangen haben, nie begehen und natürlich nie begehen werden. Das ist klar. Aber Ihr Wettbewerb macht das sehr gerne. Egal, ob die gegründet sind oder schon lange im Markt, weil die einfach nicht behirnen, und das schauen wir uns jetzt an, wie der Kunde tickt. Die glauben immer, wir sind nur Schnäppchenjäger. Sie müssen sich mal nur in die Lage Ihres Konsumenten versetzen. Frage, was schätzen Sie, wie viele Werbebotschaften täglich bekommt Ihr Kunde oder Ihr zukünftiger Kunde, aber auch Sie und ich, täglich ab? Ist die erste richtige Schätzung, ja? Ja? Naja, es sind 5000. 5000 Werbebotschaften aus Zeitung, Internet, Radio, Plakat etc. Wir würden durchdrehen, meine Herrschaften, müssten wir das bewusst wahrnehmen, weil 5000 bewusst ja, zu verarbeiten, ist nichts anderes. Ich weiß, jetzt habe ich sie alle wieder bei mir. Ja? Ja? Innerlich ging es ihnen so. Ja? Bei 5000, meine Lieben, ist es einfach unmöglich. Was heißt das? Wir haben etwas in uns, was uns alles Unnötige zur Seite filtert und raushaut. Ansonsten würden wir spätestens jetzt gegen Mittag schon durchdrehen. Ja? Und zwar ist das ganz einfach. Diese Aufgabe können Sie wahrscheinlich ohne Taschenrechner und Hilfsmittel, ohne Fragen vom Nachbarn lösen. Ja? Wie schaut es damit aus? 663, ich habe einen Taschenrechner. Ja? Also, wenn Sie das instinktiv erkennen und zuordnen können, sind Sie ein Genie, aber sehr einsam. Ja? Dann werden Sie keine Firma gründen, sondern sind eher Forrest Gump von Aschaffenburg. Was hat das jetzt für eine Auswirkung? Wären das zwei Werbeaussagen aus einer Branche von zwei Anbietern, warum sollte sich Ihr Kunde es antun, diese Rechnung zu lösen, wenn er doch weiß, 2x2 kenne ich, alles klar, alles super, kenne mich, Zuordnung. Ja? Werbetechnisch heißt es, alles was unbekannt ist, auch in der Emotion nicht zuzuordnen, wird der Mensch aufgrund dieses Werbedrucks nicht wissen wollen, nicht verarbeiten können. Sie müssen zum 2x2 Ihrer Branche werden. Ich muss sofort wissen, was Sie sind, wer Sie sind, warum ich zu Ihnen gehen soll. Das müssen Sie hinausposaunen. Und da steht nirgends -17%, by the way. Ja? Sie müssen eine einfache Lösung sein. Sie kennen ja wahrscheinlich auch diese Lösung. Die Sparkasse hat es jetzt geweckt. Ja? Sie wissen, es ist keine Bank. Ja? Aber das haben Sie jetzt nicht nachgoogeln müssen. Ja? Das war da. Weil die Sparkasse längst mit dieser Audiobotschaft unter anderem, aber Sie kennen auch das Logo, sofort vor den Augen, das 2x2 unter den Banken ist. Wäre jetzt die Wiener Volksbank plötzlich hier präsent, würden Sie sagen, was machen die da? Ja, Sie würden es wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen. So einfach kann es funktionieren, meine Herrschaften, wenn Sie sich bitte nur eines merken, 5000 Außenreize in der Kommunikation pro Tag, das Unterbewusstsein, fachmännisch das limbische System, ja, kann es zuordnen oder eben nicht. Und wenn 5000 Botschaften durch dieses Nadelöhr täglich durch müssen und jeder sei ein Faden, welcher Faden wird es schaffen? Der starke und bekannte. Alles andere hat keine Chance. Das wird weggespielt von Ihren Kunden in einer Millisekunde und er weiß es nicht mal. Sie kennen ja auch den Sieger im Tennisspiel gegen einen Praktiker. Ja. Und niemand kriegt Hunger, weil er Hornbach hört. Ne? Niemand. Ihr Unterbewusstsein hat nicht gesagt, oh, Schokoriegel haben sie auch. Nein, Baumarkt. Ja. Wäre jetzt so Mittagsstunde McDonalds das Logo hier, würden Sie wahrscheinlich sagen, naja, wäre jetzt nicht schlecht. Ja. Zuordnung ist das Rezept. Wir haben so viel zu tun, meine Herrschaften, ja. Ja, dass sich der Konsument in jeder Sekunde diese Entspannung aussucht und alles ignoriert, was überflüssig oder unbekannt ist. Ja. Und ich glaube, das ist Ihnen jetzt genauso passiert. So funktionieren wir. Ja. Ja, aber das Schöne ist, ich zeige Ihnen auch, wo dieser Belzebub sitzt, das kleine Rote hier, tada, so schaut Ihr Unterbewusstsein aus. Ja. Und was sagt diese Zahl? Das ist die Anzahl aller Kaufentscheidungen eines Menschen, die im Unterbewusstsein getroffen werden. Nur 5 von 100 treffen wir bewusst. Und jetzt gibt es Proteste meistens von den Herren, das haben wir da alles im Griff, ne? Da können Sie Frauen lachen, Männer wie Weiblein, alles gleich. Und da heißt es auch oft, ja im kleinteiligen Bereich, Bounty gegen Mars an der Supermarktkasse, ja das ist unbewusst. Nein, bis ins hochpreisigste High-End-Produkt. Ich darf Ihnen vorstellen, jetzt kommt hier eingeflogen, der Hauptkaufgrund, warum Männer BMW kaufen. Ja, ich habe mir einen gekauft, es hat nichts gebracht, ja, ist so.
noch immer denselben Bauch. Aber meine beste Ehefrau von allen, wenn du heimkommst, sagst du, warum hast du so viel Geld hinausgedonnert? Na, das sagen wir ihr, ne? Ja, nicht mal im Ansatz. Da können Sie gleich einen Scheidungsanwalt anrufen. Was sagen wir? Natürlich, ey, sparsam, Schatz, ey, sicher. Also irgendwelche so Pseudo-Argumente. Ja? Und dann können wir uns auch irgendwie durch diese Argumentation einreden, wir hätten es bewusst gekauft. Naja, was können Sie bewusst kaufen bei BMW? Type, Ausstattung, wir dürfen sogar die Farbe entscheiden, was großartig ist. Ja? So Schweinsledersitze oder und Breitreifen, PS etc. Ja? BMW ist es herzhaft egal, welche Type ja, Sie bei ihm kaufen. Die sagen, kommst du als junger Mensch hinein im Einsatz, gehst du im Siebener in die Rente. Ich schleuse dich doch alle durch. Ist doch der Grund, warum es eine lila Schokolade gibt, meine Damen und Herren. Sie wissen auch, es ist jetzt nicht Lind. Ja? Es gibt da unterschiedliche Sorten. Alpenmilch, ja, Weiß, Kugelfisch, Zimt, egal. Hauptsache lila. Ja? Ganz wichtig, damit du ja nicht fremd gehst. Die haben eines geschafft, die sind im Bauch der Konsumenten, im Bauchgefühl, was natürlich im Kopf ist. Da müssen sie hinein mit ihren Botschaften, ohne so zu enden. Ja? Da stelle ich mich nie seitlich hin, wenn man das sieht. Ne? Also, warum? Ab jetzt steht über Ihren Schreibtisch, bei allen Ihren Kommunikationsstrategien, das Vermeiden von Emotionen kann, Klammer auf, wirtschaftlich, Klammer zu, tödlich sein. Sie haben 95% Kaufchance, wenn Sie die Emotion ansprechen. Kleines Beispiel, wie geht es? Sollten Sie im Baumarkt sein, sind Sie nicht, ich weiß es, der morgen um 14 Uhr, also Montag um 14 Uhr gelbe Gartenschaufeln minus 20% verkaufen möchte, sagen Sie das bitte nicht. Mhm. Sie sagen einfach, wie cool du bist, wenn du ein Loch buddelst, ja? Wie toll ein Held du für deinen Sohn sein wirst, je tiefer es ist, ah ja, im Angebot hätten wir auch sowas. Dann fühlen wir uns anzogen, ja. Aber nicht erklären, Garten aus Plastik, Länge, Gewicht, interessiert kein limbisches System Ihrer Konsumenten. Ja? Nur so schnell kann es gehen. Sie wissen jetzt, wie Ihre zukünftigen Kunden ticken. Sie wissen aber nicht, dass Sie es wissen. Das heißt, Sie sind jetzt schon mal 1:0 im Vorteil. Ja? Und jetzt gehen wir verkaufen. Man muss Sie im Reflex, wie hier synonym, farblich, formtechnisch, Größe zuordnen können. Wenn ich auf der Suche nach einem grünen Dreieck bin, dann scheiden alle anderen aus und ich muss sofort als Konsument wissen, da bin ich richtig, da will man keiner irgendwas Gelbes oder Rotes verkaufen. Und das liegt jetzt, und das ist für Sie die Königsdisziplin von jedem Unternehmen, und wir haben auch viele unserer Kunden erst richtig positionieren dürfen, unter anderem Jaguar. Jaguar hatte den Ruf von alten britischen Rostbomber mit indischen Eigentümern. Ja. Nicht lachen, das schmerzt mich. Momentan haben wir die Kampagne laufen, It's good to be bad. Ben Kingsley spricht einfach, was für ein Bösewicht du bist, wenn du im Jaguar sitzt. Ja? Komplette Kurskorrektur. Weshalb? Wir werden uns jetzt gemeinsam mit Ihnen fiktiv positionieren. Es gibt nur 3 Kaufmagneten, warum ein Mensch kaufen will oder nicht. Hat nichts mit Maslow, was Sie überall gehört haben, Kaufpyramide, sondern Magneten. Magneten ziehen an oder stoßen ab, das wissen Sie. Es gibt Balance-Magneten, da sind Branchen gerne drin wie Bioprodukte, Finanzvorsorge, Handwerk, alles was seriös ist, hip, dafür garantiert stehe ich mit meinem Namen, alles kann gut gehen. Wollen Sie hip sich nicht antun, schmeißen Sie eine Banane am Boden, hip. Ja? Aber wir kaufen es lieber um 3 € im Glas, weil es uns ein gutes Gefühl gibt. Ja? Dominanz hat nichts mit Charakter zu tun. Alle Luxusprodukte, High-End, Jaguar, ich merke, die Kaufluft steigt. Ne? James Bond, das Parfum, als Beispiel kennen, haben Sie gekriegt? James Bond, das Parfum. Ich meine, der schwitzt und blutet 80% vom Film, aber es wollen 18-Jährige so riechen wie der Typ. Ja? Weil du kannst so einen Bauch haben, ein bisschen Duft und du bist ein Geheimagent, bis zur Stimulanzecke, da haben sie alles drinnen, was der Mensch nicht braucht, aber unglaublich das Leben bereichert. Von Haribo angefangen bis Damendüfte, Reisetourismus ausschließlich hier zu Hause, schafft Lust auf Neues entdecken. Ja? So, das heißt jetzt gehen wir positionieren. Googeln Sie einfach den Herrn Dr. Heusel, ja, und die limbische Karte. Das muss sich jetzt jeder antun, selbst wenn er Tui oder Dr. Oetker heißt. Sie sehen wieder diese 3 Farben und so Begriffe. Und je näher ein Begriff, wie zum Beispiel, sonst volle runter, Spaß an der Stimulanz steht, desto mehr zieht es dort an in der Kaufmotivation und stößt hier ab.
So haben Sie ungefähr die inneren Spannungen vom Magnetismus in sich. Sie haben jetzt eine Aufgabe, Sie greifen da hinein, ja, drehen es wie ein Speichenrad, diese Linien links, rechts, bis Sie die meisten Begriffe entdecken, wo Sie sich sehen, wo Sie sich wohlfühlen, wo Sie sagen, ja, aus der Ecke will ich meine Kunden oder aus der Ecke, wenn Sie schon wissen, kommen meine Kunden. So, was heißt es? In der Positionierung Balance, Bioprodukt, Nicolas Cage, Synchronstimme, schwer dominant. Jetzt wissen Sie auch, warum die Synchronstimme von Nicolas Cage keine Bioprodukte bewirbt. Kauf da Sojajoghurt, du Schweinebacke, wird nicht funktionieren. Ja? Warum hat Otti Fischer nicht zum Spaß von BMW im Bullen einen 7er BMW bedient? Ja? Also nicht zum Spaß, wer Mercedes hat dafür gezahlt? Und es ist eine echte Geschichte, weil der 7er BMW, pruck, so schräg stand, wenn der Otti drin war. BMW war dagegen. Deshalb wird auch BMW nie darauf gepocht haben, dass Otti Fischer den Werbespot für BMW spricht. Ja, mein 7er mit Laserlichtmama, ne? Wird nicht gut kommen, weil BMW sich unter anderem hier zwischen Jagdraufen, Sexualität männlich positioniert hat. So, jetzt heißt einfach, was heißt das? Das heißt sehr vieles und ich helfe Ihnen jetzt mal ein bisschen. Auch Positionierung zum Wettbewerb. Wenn wir Katzenmuttis, Katzenfett unter uns haben, Whiskas ist Nummer 1 in Deutschland beim Katzenfutter, 49 Cent die Schale. Ja, liegt auch beim Rewe, 30 Zentimeter davon entfernt im Regal, 19 Cent. Warum sind die Nummer 1? Sind wir so verführt? Ja, sind wir. Ja, testen Sie es, gehen zu einer Katzenmutti hin, die jetzt eine Woche wegfährt, sagt, du, ich passe auf den Kater Felix auf, ich gehe zur Rewe und besorge Basu, ja. Sie kriegen entsetzte Blicke. Das kennt er nicht. Der stirbt doch. Der ist so ein Dreck, aber auch. Hast du schon gekostet? Na, aber man weiß es doch. Wer hat es da gesagt? Ja. Meine Herrschaften, wir belohnen nicht den Kater Felix, sondern wir belohnen uns selbst. Ja. Weil der Felix sitzt nicht bei Ihnen im Einkaufswägelchen bei der Rewe und sagt, Mutti, ich hätte jetzt gern was so Whiskas-Technisches. Ja. Sie kennen die Werbung von Whiskas, Babykätzchen auf der Hand. Ja. Dann ist der Felix plötzlich ein Jahr, die Familie trällert um den Kader, der schaut irritiert. Ja. Und dann gibt es Whiskas, Adult, Whiskas Senior, Hauptsache nicht fremdgehen, wie bei Milka. Ja. Was macht Whiskas, wenn ja statt 19, 12 Cent kostet, also Rabattkrieg? Nix, sind ihnen wurscht. Ist dann komplett egal. Warum? Je billiger, desto besser. Das haben wir wieder bei Apple und Microsoft. Aber nichts gegen Katzenmuttis, auch die Ehemänner der Katzenmuttis haben so einen Fefe, Breitling. Sollte wer Breitling gerade tragen, dann ja, tolle Gründung, aber ich bitte dann jetzt hinwegzusehen meine Aussagen über Breitling. Breitling ist super, aber 15 Uhr, hoppla, na, 15 Uhr, da sind wir jetzt auf einer Breitling. Ist das jetzt 14 Uhr auf einer Swatch? Nein, es ist 15 Uhr. Also die Uhrzeit ist, du wirst nicht jünger, der Tag wird nicht länger oder kürzer, ja. Was sagt ein Breitling-Konsument, warum er Breitling gekauft hat? Denken Sie an BMW, der wird Ihnen sagen, bei den Zinsen heutzutage auf der Bank war es eine vernünftige Wertanlage. Na, so eine Heuchlerei. Da möchte wie John Travolta mit einer Pilotenuhr ja, durch Aschaffenburg rennen und sein Leben lang nur so verbringen. Tun Sie ihm den Gefallen, sagen, hast du ein Breitling gerade dran? Wird er sagen, oh, ah ja, 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 genau, die lag halt so herum. Na, Understatement, ist das nicht herrlich? Die machen einen Top-Job. Warum ist Swatch allerdings erfolgreich? Da liegen ja wirklich qualitativ, ja, vor allem vor 20 Jahren, 22 als Swatch aufkam, riesige Unterschiede. Naja, stellen Sie sich die Strahlkraft einer günstigen Uhr vor mit einem thailändischen Fähnchen. Wird nicht wirken. Ja? Billigbomber, was hat der Konsument gelernt? Uhren und Schokolade aus der Schweiz muss gut sein. Die haben so einen Wert durch Schweiz und Uhr und so einen Preis, dass wir wie besessen diese Dinger gekauft haben. Was macht Breitling, wenn die jetzt alles minus 30% abverkaufen? Nix. Sind dann wurscht. Das sind so tolle Marketingjobs, wo es dir absolut egal sein kann, ob der Wettbewerb plötzlich mit riesen Rabatten kontert. Und Swatch hat beim Markteintritt nicht durch Rabatte gestrahlt, sondern durch klare Positionierung. Da kann man sich zu 90% immunisieren gegen Rabattwesen oder Attacken von außen. So, leider schon angespielt, aber kennen Sie oder haben Sie das erkannt? Haben Sie das gesehen?
Wenn nicht, hat ihr limbisches System super funktioniert, weil es so egal und so gleichgültig ist, ob Stolz da ist, dass dieses limbische System als einer von vielen Außenreizen gesagt hat, lass es, lass die Fünfe gerade sein. Ja, ihr limbisches System ist hier sehr pragmatisch. Warum sage ich das? Sollten Sie Printinserate machen mit wahnsinnig viel Text und dann enttäuscht sein, weil Sie sagen dann, naja, aber ich habe es auch hineingeschrieben. Der Mensch möchte nicht lesen, ja? Der möchte entdecken, erfahren und seine Emotion befriedigt sehen. Würde ich Ihnen hier so ein gelbes M hier reinpacken, hätten Sie wahrscheinlich sofort gesagt, McDonald's kenne ich. Ja? Und da sind wir eigentlich schon bei einem spannenden Thema. Sie werden sich wahrscheinlich akribisch vorbereitet haben und Ihre Logos gebaut haben oder gekauft haben, designt lassen. Ja? Vielleicht nur ein bisschen zur Wiedererkennung ein paar Tipps, was man vermeiden sollte. Wenn Sie es mal so schaffen, dass man Sie auch blind so erkennt, haben Sie, also sind Sie in der Champions League. Ja? Aber meistens, meine Herrschaften, geht es ganz anders. Ich lasse es mal wirken. Schriften können missverständlich wirken. Ja. Ja, das wirkt schon. Ne? Die werden, und dann kommt ein Sonderangebot ganz lustig rüber, meine Damen und Herren. Ne? Die Menschen mit Trenchcoat kommen rein und fragen nach einem Angebot. Sie glauben auch nicht, was es sonst noch alles zu entdecken gibt. Ja, ja, das tut weh. Selbst in der Pharmalandschaft. Ein guter Tipp, machen Sie ein Logo, dann zeigen Sie es jemandem und fragen Sie mir einfach, was er sieht, bevor Sie es abdrucken. Und weil es gerade so spannend ist, ja, was ist los? Ist ja nur ein Handwerker. Tja, Ihr limbisches System funktioniert, sehe ich. Ja. Das ist der Super-GAU. Das ist der Super-GAU. Ja. Und ich bitte Sie einfach, es gibt einen guten Spruch, ein gutes Logo kannst du mit der großen Zehe in den Sand malen und wenn man es erkennt, ist es gut. Ja? Also nicht viel Text und bei der Bilderauswahl ein bisschen konzentriert sein. Ja? Positionierung, meine Herrschaften, durch Emotion und Zuordnung, ja, ist einfach das Um und Auf. Nicht Ihr Rabatt und nicht Textwulste oder 100 Minuten lange Audiobotschaften etc. Wenn Sie ins nächste Glas springen durch Positionierung, dann werden Sie in einer Sekunde bitte zum Kugelfisch und besetzen dieses Drittel. Es hat auch keinen Nachahmer von Swatch gegeben, der Erfolg hatte. Und es gibt dann so Synonyme wie Energy Drink ist gleich und keiner schreit Burn, jeder sagt Red Bull. Tempo für Taschentuch, Patex für Kleber, vielleicht ist dann die Firma Meyer für die Branche, dann, die sie betrifft, der richtige Ansprechpartner. Und jetzt gehen wir verkaufen. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt immer so diese Varianten. Naja, seien Sie mal ehrlich, wenn Sie jemanden fragen, kennst du eine Firma aus der Branche XY, kriegen Sie immer, geht zum Berger, zum Müller und wenn der es nicht hat, zum Gruber. Wir denken als Mensch immer in drei Alternativen. Und da müssen Sie einer dieser drei sein. Ansonsten schaut es nicht gut aus. Ich sage es Ihnen gleich vorab. Warum? Dann sind Sie, 9 Semester in Ansatz, relevant bekannt. Wenn du ungestützt unter die drei deiner Branche in deiner Region bist. Nicht weltweit, deutschlandweit, sondern in einer Region. Das kann auch unter 5 Bäckern die ersten 3 in einem Dorf sein. Da musst du immer unter die ersten 3 kommen. Das heißt, irgendwann einmal, wenn sie wenig bekannt sind, werden sie das Ding anstupsen und kontinuierlich die Bekanntheitsgrenze ja, überschreiten und aufbauen. Sonst haben sie keine Chance. Ja? Und was das im Verkaufsprozess für einen riesen Vorteil hat, hören wir uns jetzt an. Sie sind ja vielleicht, haben wir jetzt einen Ton? Ja, Sie fahren heute mit dem Auto von hier weg. Es ist Herbst und ein Steinchen hat Ihre Scheibe berührt. Fällt Ihnen irgendeine Firma ein ad hoc, die für Steinschläge, ja, Ihr limbisches System, Karglas, der Seitenbacher unter den Handwerkern, ja, keiner kann es mehr hören. Karglas repariert, Karglas tauscht an. Tauscht? Super, wir können sogar mitsingen, was Sie uns sagen. Ja? Nein, aber eine Frau, es geht jedem so. Was hat Karglas gemacht? Die waren irgendwann eine Hinterhoffirma, ganz klein. Lokal, regional, national, global. Ja? Und die haben nichts anderes gemacht, als uns permanent zu sagen, das ist ja ist gleich auch Werbedruck, konstante Kommunikation. Wenn es bei dir mal an der Scheibe klopft, ja, denk an Karglas. Fast 95% aller Menschen, die gerade in der Sekunde einen Steinschlag erfahren, denken an Karglas.
Es kaufen nur nicht 95% bei Carglass, sonst wäre es ein Monopolist. Ja? Aber sie sind immer fast zur Gänze unter den ersten drei genannten. Das ist das einzige Ziel von erfolgreicher Kommunikation. Wenn ihr jetzt was braucht, denke ich sofort an Sie. Und nicht an, wow, wir hatten jetzt gerade 13% Rabatt. Meine Herrschaften, das Ding kann auch mit Ihnen funktionieren, indem Sie Gleichmäßigkeit und Konsequenz zeigen. Nicht ein bisschen so kommunizieren, ein bisschen so, sondern immer tauscht, repariert, tauscht aus, bis es Ihr Markt mitsingen kann oder mitlesen kann. Das heißt, es heißt nicht jetzt steil Seilbahn und 100 Millionen bei der Sparkasse aufnehmen für Marketing, sondern mit den vorhandenen Mitteln konsequent das Gleiche stabil tun. Und bloß nicht in der Aussage, in der Farbgebung. Ja, ah, das Logo war nicht lustig, machen wir ein neues. Oder all diese, außer Sie schauen so aus wie die erst, ne? Dann sofort verändern. Ja? Bleiben Sie drauf, Sie können es nicht abschalten. Ja? Indem Sie Ihr Kuchenstückchen aussuchen, ganz wichtig, sonst verzetteln Sie sich. Sie müssen nämlich in der Ecke sein, wo Sie sich zu Hause fühlen. Weshalb? Es gibt kein einziges weltweit, kein einziges Unternehmen oder Marke, die in allen drei Dritteln gleichermaßen stark präsent ist. Ja, man muss sich positionieren, selbst als Handwerker, als Bäcker oder auch sonst was. Sie werden in der Emotionalität aufgrund Ihrer Erkenntnisse des Unterbewusstseins bitte aufhören, irgendwelche Faxnummern in Inserate zu schreiben oder sonstiges, außer Sie kriegen noch viele Neukundenfaxe. Wir haben ja kein Telex mehr, also bitte hör mal auf. Emotional und eine Botschaft und das in der Kontinuität. Sie haben dann mit der Methode nämlich keinerlei Problem für Erfolg. Warum? Vom Bäcker bis Red Bull agieren alle starken Unternehmen genau mit dieser Bekanntheit, mit dem Aufbau. Ja, alle, sämtliche. Und da Sie das Unterbewusstsein nicht abschalten können Ihrer Kunden, können Sie aber damit arbeiten. Auch Ihr Unterbewusstsein, Sie sind ja auch Konsumenten, kann man auch nicht abtrennen. Ja? Aber hinterfragen Sie Ihre Kaufentscheidungen, Schuhe, Autos, Zigarettenmarken, Parfums, warum Sie es tun, Sie werden es kaum begründen können, außer gefällt mir, da bin ich zu Hause und da fühle ich mich wohl. Und das sollte ins Handeln tun und das ist schon mein Abschied. Sie haben eigentlich den Wiener Sprachkurs ganz gut überstanden. Wahrscheinlich haben Sie überhaupt keine Ahnung, was ich da geredet habe, aber es war lieb. Bitte, ja, lieb, ja, der Service, ja, was Sie sicher verfolgen am Kunden, beginnt schon in der Arbeit im Kopf Ihrer Kunden im Vorfeld. Sagen Sie ihm einfach, was er bei Ihnen zu erwarten hat und viel, viel Spaß. Wir sehen uns in einem Jahr wieder, dann sind wir bei der Goldmesse und die Millionärsausstellung. Ne? Viel, viel Spaß und alles Gute. Danke. Applaus